Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Together mit Reggie. Hi. Hallöchen zusammen. Okay, ach ja, ist und das schön. Ich habe gemerkt, die Ecke, wo ich gerade war, da sind sehr viele Krokodile und Schlangen und hast du nicht gesehen. Okay. Halte ich mich mal ein bisschen von fern. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. So, und ich habe gesehen, dass ja hier oben schon unsere Beeren wachsen, immerhin. Cool, schon mal ein Beet, was nützlich ist. Und, ja gut, also so halbwegs. Und bevor ich nämlich jetzt nochmal auf die Jagd gehe oder bevor ich das nächste Mal überhaupt auf Erkundungstour gehe, werde ich jetzt immer meine Samen in den Kühlschrank verstauen. Ja, Samen kannst du auch in eine Truhe packen. Die vergammeln ja nicht. Ach ja, ja, gut, aber es ist halt Essen zu essen, ne? Aber stimmt schon. Wenn wir den Kühlschrankplatz nicht unnötig voll machen. Nee, Fische geben nur Fisch. Was wolltest du nochmal von Fischen haben, außer Leder. Fisch? Hätte ja sein können. Das Spiel muss ja nicht so realistisch sein. Was habe ich da gerade bekommen? Polymer. Organisches Polymer. Hm. Polymer habe ich irgendwo schon mal gelesen. Wo habe ich das schon mal gelesen? Ich hab keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Ach ja. So, was haben wir? Aber ich komme erstmal mit dem Leder zurück, da können wir nämlich anfangen, das loszubauen. Ja, das wäre cool. Weil ich habe nämlich nur 7 Leder. Weil ich ja damit. Nee, ich habe halt damit noch andere Sachen gemacht. Und ich habe nur ein einziges Tier getötet. Nicht mal, nee, Quatsch, gar nicht. Das war ja das, was ich in dem Ding drin hatte, in dem Strahl. Naja, ja, Reggie ist halt eine kleine faule Sau, ne? Dafür hast du ja mich. Ja. Natürlich, irgendeiner von uns beiden muss ja arbeiten. Ach ja. Ach cool, noch mehr Bären. Ach, stimmt, die andere Farm. Oh, oh, auch noch? Oh, oh. Was? Mein Triceratops hat ein Ei gelegt. Boah, bist du ein braves Triceratops, ja. Oh, ein Triceratops-Ei. Also unbefruchtet, aber hey. Oh. Der freut sich gerade, weil ich ein Level-Up gemacht habe. Achso, ich dachte gerade, er ärgert sich, weil du sein Ei klaust. Nein. Ich dachte gerade so. Keine Sorge. Littlefoot? Oh, wie süß. Der ist voll hübsch. Ich bin pink. Hier, du brauchst mich gar nicht so angucken. Du bist ein hübsches, pinkes Dingsbums. Voll männlich, naja. Ja, genau. Aber Littlefoot war doch aber ein Langhals. Ich weiß. Aber ich geb die Namen immer spontan. Ach so. Ja, kann ich verstehen. Boah, ey. Level 4. Der Wahnsinn. So, das Leder. Haben wir schon Schrank gebaut? Ja, ne? Ja, haben wir. Was haben wir? Schrank. Ja, natürlich. Kleiner Schrank war eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Ich glaube, den Rest fürs Floß habe ich, glaube ich, sogar wirklich schon. Also, wir können jetzt bereits uns beiden eine Spitzhacke machen, eine Eisenspitzhacke. Das ist cool. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Ach nee, oh Gott. Von wegen, ich habe alles fürs Floß. Ich bräuchte höchstens eine Metallaxt. Ich glaube, das wäre irgendwie cooler. Warte. Müssen wir gleich gucken, wie viel Eisen wir rausbekommen. Na, ich hatte 10, habe ich reingelegt. War das nicht immer, dass man nochmal 2? Ja. 2 braucht, dann haben wir 5. Jetzt haben wir 7 insgesamt. Weil ich meins auch noch reingetan habe. Ein Eisen haben wir noch in der Werkbank. Und ich glaube, wir brauchen nur 8, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Wir können eine Axt herstellen, damit kannst du schon mal Holz farmen. Richtig. Das ist sehr gut. So, die Axt ist in der Werkbank für dich. Sehr schön. Dann komme ich kurz mal wieder zurück. Und ich gehe, glaube ich, gleich mal jagen.
Mach das. Dann mach ich die einfachen Sachen und du die schweren Sachen. Sehr gut. So, und ich möchte ehrlich gesagt gerne Richtung Raptor gehen. Vielleicht komme ich da nämlich so hin. Okay. Muss ja wohl irgendwie möglich sein. Aber bevor ich losgehe, säubere ich mein Inventar. Weil wenn ich sterbe, ist dann das dann nicht so schlimm. Hä, bin ich jetzt irgendwie doof? Warum? Weil ich die Metallaxt rausgezogen habe und ich sehe sie nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Ja, ist einfach weg. WTF. So ein Scheiß. Ist die wahrscheinlich schon unten in der Leiste? Ja, Gott. Warum wird die denn dann im Inventar nicht mehr angezeigt? Krass. Weil sie dann in der Leiste ist, anstatt im Inventar. Okay. Ja, dann. Puh, ich habe mich gerade echt erschrocken. Ich dachte so, nein, 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 nein. Die teure Axt, die teure Axt. Ach ja. So. So, mit anderen Worten, das ganze Metall, was im Ofen war, ist alles geschmolzen. Genau. Sehr schön. So muss das sein. So. Ich gehe auf die Jagd. Mach das. Ich auch, aber nach was anderem. So. Ach, guck mal. Da hat er ein Level up. Und ja, noch genug Essen. Sehr schön. Ich guck nämlich mal, ob unsere Dodos überhaupt noch genug Essen haben. Siehste, warum nimmst du eigentlich deinen Dilo nie mit? Weißt du, Hardcore-Saurus, der steht hier rum? Ja, du sollst leveln. Bedeutet, ja, wenn ich ihn mitnehme und der stirbt einfach. Aber, ach so, na dann level ihn doch. Ja, level doch. Von alleine. Echt? Ja, ja, aber klar. Nicht, wenn du ihm kein Dings gibst. Also keine Dings gibst. Ist er denn schon am Wungern? Ich glaube nicht. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Ja, aber ich sehe halt. Die leveln alle mit der Zeit von alleine. Naja, aber wenn du ihm die Fähigkeiten nicht gibst. Nee, trotzdem, das deckt sich. Ach ja, stimmt. Ja, gut. Also, skillst du ihn irgendwann später. Ja. Gut. Ja, nee, Fleisch hat er schön noch viel Leben geben, richtig schön viel Angriff und dann geht's. Ja. Dann kann er mich auch beschützen. Ansonsten geht's ihm gut. So, der Triceratops, der frisst auch Bären, ne? Ja. Gut, der hat nämlich keine. Bären. Können wir nicht irgendwie schon so eine Art Futterdruck machen? War da nicht irgendwas? Ja, kann ich, aber ich weiß nicht mehr, was ich dafür brauche. So. Ach, der frisst Fleisch? Der, okay. Der Pteranodon da? Ja, der frisst Fleisch. Ja. Icarus, okay. Cool. So. So, wie sieht's mit dir aus? Du hast auch noch genug. Du hast auch noch genug. Mensch, ne, die Dodos sind ja echt gut versorgt, ne? Ah, die großen Viecher haben die Schlange und den, hier den Fleischfresser da getötet. Die schnappe ich mir jetzt. Hol mir das wieder. Ja, immer abwarten, ne? Oh, Eier. Oh, Eier. Nein, gib mir die Eier. Gib mir die Eier. Danke. Cool. Oh, die Schlange gibt richtig viel Leder. Ach du Scheiße. Echt cool. Ist doch gut. Ja. Gott, das ganze Bild wackelt von diesen dicken Viechern. Oh, das ist lästig. Ja. Oh nein, Schlange, bitte lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Leg dich nicht mit mir an, Schlange. Ich hab Pfeile am Start. Okay. Ja, ich hab sie getötet. Ja, cool. So muss das sein.
Vor allem dachte ich, das wäre irgendwie im hohen Gras eine Blume oder so. Weißt du? Und dann kommt das Ding näher. Und dann war es eine verdammte Schlange. Okay. Also eine Schlange mit einer Blume zu verwechseln, ist auch eine Kunst, ne? Aber guck mal Video an, dann siehst du warum. Ja. Cool. Die Schlange hat ein Inventar fallen lassen. What the f... Okay, danke. Okay, was war drin? Schuhe, eine Kopfbedeckung, 22 Pfeile, eine Spitzhacke. Nice. Krass, die hat wahrscheinlich schon ein paar getötet, ne? Ja, aber wir sind doch hier alleine. Wer weiß? Ich sag nur Elias. Naja, mittlerweile sehen wir ja, wenn jemand dem Server joint. Ja, naja, ja, ist ja auch nicht schlimm. Aber finde ich cool, dass die Schlangen quasi, dass wir unsere Raubtiere auch mal in den Winter fallen lassen. Ja, finde ich auch cool. Verdammt, schon wieder zwei weg. Warum laufen wir eigentlich immer in getrennte Richtungen? Ich weiß es nicht. Schade. Ich wollte einen Vogel abschießen nebenbei. So. Was bist du denn? Hm? Einen neuen Dino gefunden? Ja, aber da halte ich mich schon fern. Das sieht so brutal aus. Ja. Muss ich den Berg hier hinauf. Okay. Um zu meinem Raptor zu kommen. Ich will ihn unbedingt zurück. Ich vermisse ihn. Oh. Oh. Außerdem ist das das einzige hier, was wir momentan reiten können. Ja, stimmt, weil er noch den Sattel auf hat. Ach ja. Falls mich was angreift, muss ich aber einen Bowler bereithalten. Du weißt, wie schnell es gehen kann, dass hier ein Raptor um die Ecke kommt. Ja, die ich dann auf einmal zum Fressen gern hat. Lecker, ein Zero. Ich hab dich gesehen, Vogel. Ich würde ihn niemals treffen, oder? Nö. Ach, ihr seid so. Jagt mir keinen Schrecken ein. Gut, Betäubungspfeile verschwendet. Was? Nichts, nichts. Kann nur nichts sehen, weil ich im Berg rauf gehe. Okay. Wehe, der Vogel sieht mich. Okay, hier ist noch eine Kiste, aber ich öffne sie nicht. Warum? Ja, weil wir zusammen die öffnen müssen. Ach so, du meinst so eine Schriftrollenkiste. Ja, ja, das ist natürlich, ja. Ich muss diese Blumenwiese wiederfinden, ey. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Dankeschön. So. Ja, fast. Also Holz muss ich auf jeden Fall noch eine ganze Ecke sammeln. 100 Stück oder so, und dann kann ich das Holzfloß schon mal bauen. Sehr schön.
Oh. Ist anstrengend, hier rumzulaufen und auf alles aufzupassen. Ja. Also das glaube ich. Ich muss sagen, ich bin dann schon manchmal ganz froh, wenn ich einfach Holz farme. Oh. Ach, zum Glück, die hier drehe ich noch am Haus, ey. Trinken. die kleinen Dilophosaurus, die haben schon Angst vor mir. nicht Dilo, sondern wie heißen die nochmal? Doch, Dilophosaurus. Ja, die schon ich wollte gerade sagen, das sind... Ja. Oh, jetzt sind sie aber zu dritt. Oh Gott. Okay. Das ist natürlich ziemlich blöd. Und wir sind fliegen. Heißt, oh Gott, nein! Oh nee, ey. Kann man nicht irgendwas gegen... Oh. Da waren 50.000 Dinge. Vor allem diese, wirklich diese hässlichen Moskitos, ey. Naja, renn ich wieder hin. Ich will mein Raptor... Ich gebe nicht auf, bis ich mein Raptor habe. Merk schon. Ich will ihn zurück. Naja, kein Wunder. Weißt du, ist da so ein kleiner Dilophosaurus, denke ich, das mache ich doch platt. Kommt zwei um die Ecke, kommen doch diese scheiß Mücken. Aber ich dachte, nee, ist doch nicht euer Ernst. Ja. Gott, ey, hier ist alles voll mit Triceratops. Oh, die sehen cool aus. Wieso kann ich euch nicht einfach so zähmen? Hallo. Also irgendwann zähme ich mir auch einen, aber ich glaube, ich werde mir erst bessere Rüstung bauen. Wobei, mit einer Bola kriege ich die eigentlich relativ schnell, ne? Kannst du nicht bolern, habe ich schon versucht. Ach so, ja, okay, gut. Eigentlich auch irgendwie logisch. Du kannst aber das heißt, eine Bärenfalle aufstellen, bestimmt, weil die habe ich schon gelernt. Ach so, stimmt. Aber dafür brauchen wir Metall. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Also noch nicht. Später ja. Aber erstmal würde ich jetzt ungern Bärenfallen platzieren, so in Anführungsstrichen sinnlos. Oh, aber ich habe ein Level-Up. Nahkampfschaden. Ich verprügel alle mit meinen Händen bald. So, okay. Was kann ich jetzt Neues machen? Mammutsattel. Oh, schick. Das ist cool. Ja, wir wollen sowieso irgendwann noch in den Norden. Ne, wahr? Weil wir wollen ja auch Fell haben. Für bessere Rüstung. Ich will coolere Rüstung haben. Nämlich voll nervig mit den kleinen... Ja, mit der blöden Mini-Rüstung. Oh, der Raptor ist weg, sehr schön. Also nicht meiner, sondern der andere. Heißt, ich kann hier easy durchlaufen. Und da liegt meine Leiche. Ich hoffe, die Dinos sind weg und die Fliegeviecher. Ja, das glaube ich. Oh, nö. Aber meistens sind die Dinos ja noch da. Ich mache euch alle kaputt. Kommt der. Dreckige kleinen Dinophosaurusse. Saurusse? Ja. Mehrzahl. Ja, ich weiß. Das hört sich nur mal lustig an. Oh, keiner getroffen. Nicht mit mir, Mädels. Nicht mit mir. Mädels zwei. Okay. Alle tot. So, wo bin ich? Nicht mit mir an, Bro. Oh, was denn? Ameisen? Ameisen? Die töten dich oder was? Riesige Ameisen sind hier. Die töten mich nicht. Nein, ich laufe rückwärts und schlag sie. Dann können sie mich nicht treffen. Okay. Ah, ich bin klinisch tot. Ich muss mir hier eigentlich ein Lagerfeuer irgendwo aufstellen. Mach das. Hey. Puh, habt ihr gerade riesige Bäume gefunden. Krass. Not bad. Not bad. So, wie viel Holz habe ich denn jetzt eigentlich schon wieder gesammelt? 100. Über 100. Oh Gott. Ja, gut. Nee, also ich habe jetzt erstmal genug Holz. Aber ich komme nicht damit klar. Ich muss hier wissen, was ich hier gefunden habe. Was meinst du?
Also ich habe hier, also ich abgesehen davon, dass hier eine riesengroße Felswand ist, ist hier nichts Besonderes. Achso, die habe ich auch gesehen. Aber es sind hier riesig große Bäume. Die sehen cool aus. Ne, die Felswand bedeutet, dass da irgendwo eine Kiste in der Nähe ist. Nein, du ziehst mich zurück. Weißt du, ich laufe doch Richtung Spawn. Ja, ich bin doch in die andere Richtung gelaufen. Ja, ich brauche Wasser, aber... Weißt du, das Schöne ist, wenn du in die eine Richtung läufst, laufe ich in die andere. Und wenn du dann in die andere Richtung läufst und ich beschließe, ja gut, okay, läufst halt auch in die Richtung, dann läufst du auch in die andere Richtung. Ich brauche einfach nur dringend Wasser. Ich muss vor dem Raptor aufpassen. Ist in Ordnung. Sag doch einfach, dass du einfach mit Absicht immer in die andere Richtung läufst. Tu ich nicht. Alter Scheiß Dodo, hör auf, den Raptor zu mir zu locken. Ich hab kein Leben. Das wäre blöd. Nimm mal die Nein! Ach Mann! Was, zieh ich dich wieder? Ja. Dann tut mir leid, aber ich bin gleich da. Ja, ja, ist in Ordnung. Ich komme einfach zurück, bevor ich hier schon wieder... Tschüss. Sorry. Soll ich erstmal stehen bleiben, dass du eine Chance hast, zurückzulaufen? Habe ich nicht. Bin schon runtergefallen. Oh. Bin halb tot. Tut mir leid. Ja, wir sollten uns unbedingt... Also, das mit der Reichweite ist echt nervig. Also, das ist wirklich nervig. Weil man kann einfach nichts in Ruhe machen. Also, weiß nicht. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit darauf gepocht, dass wir zusammen unterwegs sind. Ja, du kannst herkommen. Naja, ist in Ordnung. Das war ein Vorschlag. Ich versuche hier einfach nur zu überleben, um meinen Raptor wieder zu holen. Ich auch. Wow. Und ich finde hier Metall, das finde ich cool. Wer oder was ist hier? Ich hab's gehört. Hm? Ich hab irgendein Kreischen gehört. Okay. Egal, du. Und du läufst noch weiter in die andere Richtung und noch weiter und noch weiter. Ist in Ordnung. Ich bin jetzt schon im roten Strahl. Es tut mir leid. Es ist einfach nur, ich will meinen Raptor wieder haben. Mhm. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, da steht er. Ich hoffe, das ist meiner. Ah, sieht gut aus. Ja, das ist mein Raptor. Komm zurück. Ich versuche gar nicht erst, die Schildkröte anzugreifen. Ich komme jetzt zurück. Ich hab ihn gefunden. Ja. Ja. Raptor, hallo. Sack, komm zurück und lauf weiter weg. Ja, ich setz mich jetzt auf. So, ich komm zurückgeritten. Ich bin glücklich. Übrigens, da wo wir vorhaben, die Burg zu bauen, genau daneben ist ein Wasserfall. Cool. Ja, warum treffe ich die Schildkröte nicht? Weiß nicht. Ich bin zu blöd, Pfeile zu benutzen. Stirb! Oh oh. Nicht durch. Gleich sterbe ich. Nein. Ach, ist das schön, wieder zu reiten. Oh. Ui. Und jetzt stirbt er. Stirb! Sie stirbt gleich. Die war nur Level 8, das ist voll fies. Du darfst nicht auf die Level achten. Du darfst es einfach nicht. Selbst ein Dodo Level 200 kann dir nichts anhaben. Aber ein T-Rex Level 1 kann dir was anhaben. Ja, aber das war eine Schildkröte.
Muss doch, ganz ehrlich, ich muss doch wohl Schildkröten töten können. So. Ist doch unfair. So, und jetzt das Kunststück, meine Leiche wieder zu finden. Naja, grüner Strahl. Macht einfach nur drauf. Naja, aber es gibt ja mehrere grüne Strahle, oder nicht? Weiß nicht. In Ordnung. Hier, siehst du? Deiner ist ein dünnerer. Ja, aber sehe ich denn von weit weg? Ja, je näher du rankommst, umso wahrscheinlicher. Oh. Soll ich dir mal sagen, die Folge ist schon wieder vorbei? Lange. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach morgen wieder und sehen, ob ich meine Leiche finde oder nicht. Ja. Tschüss. Hau rein.